Petrified Forest National Park. Gegründet wurde der Nationalpark, weil hier lauter versteinertes Holz, also deshalb Petrified Forest, zutage liegt. Man sieht hier einen riesen Baumstamm. Das Holz wurde im Trias, das dürfte ungefähr jetzt vor 200 Millionen Jahren gewesen sein, hier von Schlammströmen begraben. Und durch immer weiter aufliegende Schichten und den Luftentzug konnte das Holz nicht so schnell verwittern. Und im Laufe der Zeit sickerte silikathaltiges Wasser in das begrabene Holz ein, ersetzte dort Schritt für Schritt die organische Substanz. Und durch den Druck weiter aufliegender Schichten wandelte sich das silikathaltige Wasser, das sich in dem Holz anlagerte, dann sogar zu Quarz um. Das heißt, das Holz mineralisierte anhand dieses silikathaltigen Wassers dann in Quarz richtig aus. Und deshalb haben wir hier diese rund 200 Millionen Jahre alten Baumstämme.